Hey ihr Lieben, heute Dienstag, ne? Nosy Rosy Time. Ja, eigentlich wollte ich auch sowas ähnliches machen wie die Laura, aber ich fand jetzt direkt am Dienstag so ein ähnliches Thema hinterher packen ziemlich dumm. Deswegen habe ich mich jetzt entschieden, mal über, über was eigentlich? Also ich habe viele Themen in meinem Kopf, habe gedacht, heute spreche ich über Grüppchenbildung. Also es kam der Vorwurf auf oder wurde gesagt, von wem auch immer, ich keine Ahnung mehr. Schwirrt mir einfach im Kopf rum, habe gedacht, ist mal eine gute Idee, das für mein Dienstagvideo. Ja, also Grüppchenbildung so nach dem Motto, ein Hetero sagt halt, ihr wollt ja gar nicht dazugehören, ihr kapselt euch ja von uns ab. Und das ist auch bei mir so gewesen, dass mir das meine Mutter gesagt hat, dass ich mich abkapsel. Würde ich jetzt nicht so sehen, weil, wie gesagt, ich habe Freunde, die hetero sind und ich habe auch Freunde, die homo sind. Und ja, für mich ist einfach, wie soll ich das erklären? Ich gehe lieber, das ist meine Meinung, das ist meine Einstellung und das ist auch mein Lebensstil. Also das ist jetzt nicht die Verallgemeinerung für Lesben, ja, auch wenn du jetzt hier auf einem Lesbenkanal bist. Ich kann immer nur von mir sprechen, also das möchte ich mal vorneweg bei eben so ein bisschen klarstellen, ne? Es gibt Menschen, die sind mit Sicherheit anderer Meinung. Ja, zurück zum Punkt, Grüppchenbildung. Ich persönlich bin lieber mit Homosexuellen zusammen als mit Heteros. Das hatte einfach den Grund, weil ich einfach dort viel offener, freier über zum Beispiel Partnersuche, weil ich bin im Moment Single und klar, meine Freunde wollen mich auch unterstützen und sagen halt, komm, lass uns mal zu dem und dem Spruch fahren oder wir fahren alle zusammen zum CFD. Und es ist halt eine ganz andere Unterstützung, als wenn ich jetzt meiner Mutter oder meinem Hetero-Freund erzählen würde, ja, ich hätte jetzt langsam gerne Partnerin, ne? Die wissen nun mal gar nicht, also sie können mich dabei nicht unterstützen. Klar, einige sagen, hey, ich kenne da auch eine Lesbe oder so, aber ja, dann ist die Lesbe dann schon wieder 40 und ich bin 28, das passt dann irgendwo auch nicht, ne? Und das ist halt so, ich würde es gar nicht mal Grüppchenbildung Bildung nennen, denn es ist doch so, dass wir Menschen im Allgemeinen uns zu den Menschen hingezogen fühlen, die gleiche Interessen haben. Ne? Also wir sagen jetzt mal, was nehmen wir mal? Wir nehmen einfach mal die Gothic-Szene. Ne? Ich meine, warum treffen die sich wohl? Weil sie alle die gleichen Interessen haben. Das heißt doch nicht, dass sie sich von ihrer Umwelt abkapseln. Es ist doch halt einfach, man fühlt sich doch in einer Gruppe, wo man Menschen mit den gleichen Interessen und Neigungen hat, einfach viel wohler. Ja, dann ist aber auch noch für mich persönlich, wenn ich bin vor, ich will nicht lügen, ich sag mal ungefähr 14 Tagen mit einer meiner Hetero-Freundinnen mit ihr zusammen auf eine Party gefahren und ja, da ist wieder was passiert, das, so, das mag ich einfach nicht irgendwie, ne? Also sie fährt mit mir dahin und wir wollen Spaß haben und wir freuen uns, dass wir beide mal wieder was zusammen machen und dann kommen wir da an und gehen in die Diskothek rein und so und sie trifft noch jetzt, sage ich mal, jemand anderen. Und stellt mich vor, das ist die Cassandra, die ist aber lesbisch. Und das ist immer so ein Phänomen, da könnte ich kotzen manchmal. Also ich meine, sie meint es nur gut, glaube ich, oder damit er mich nicht gleich angräbt oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was dann in ihrem Kopf vorgeht. Ich meine, müsste ich, glaube ich, mal mit ihr drüber sprechen. Nur, es ist dann so, sobald ich unter Heteros bin, dass dann meine Sexualität offen gemacht wird, ja.
Und damit komme ich persönlich nicht klar. Nicht, weil ich mich dafür schäme oder so, sondern weil ich den Sinn da drin nicht verstehe. Also ich meine, ich stelle mich doch jetzt auch nicht einfach morgen auf dem Marktplatz hin, ja, und schreie ganz laut, dass auch alle Nachbarn, alle hier in diesem Dorf wissen, Cassandra ist lesbisch. Ne? Das ergibt sich doch einfach. Also im Gespräch, wenn ich diesen Typen, der jetzt an diesem Abend da war und dem ich vorgestellt worden bin, wenn wir miteinander in Kontakt gekommen wären, hätte sich das im Laufe des Gesprächs rausgefunden. Hätte ich ihm das schon gesagt, hör mal, ich stehe auf Frauen oder irgendwie wäre das dann eingeflossen. Aber dieses runterrationalisiert werden auf nur auf meine Sexualität, die das bedrückt mich schon oft. Ne? Und es sind so viele, viele Beispiele, die ich nennen könnte. Und auch, ich denke, dass ein Grund davon ist, dass viele Heterosexuelle auch nicht genau wissen, was Homosexualität ist. Sie wissen zwar, ja, die steht auf Frauen, oder andersrum, der Mann steht auf Männer, aber sie haben einfach ein anerzogenes Bild von uns, das nicht der Realität entspricht. Anderes Beispiel ist zum Beispiel der CSD. Ich sag zu meiner Oma, Omi, kannst du meine Tochter für 2 Tage betreuen? Ich fahre zum CSD nach Köln. Meine Oma, oh Kind, das kannst du doch nicht machen. Boah, das geht so gar nicht. Ich sag, Oma, warum? Ja, da schläft doch jeder mit jedem. Das ist ein großes Wudelbumsen. Ich war echt schockiert, wie meine Oma mir das sagte. Und das ist jetzt ungefähr 3 oder 4 Jahre her. Ich weiß es nicht mehr genau. Klar, ich habe meiner Oma dann erklärt, was es eigentlich wirklich ist. Ne? Und aber ich habe es so oft jetzt schon gehört. Ne? Das ist dann halt so, als würden wir nur dorthin fahren, wir Homos, ja, um dort Sex zu haben, ja, mit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Partnern. Und ja, das zeigt mir, dass die Leute gar nicht aufgeklärt sind, dass die gar nicht sich damit nicht beschäftigt haben. Und das macht mich manchmal traurig und auch, weil, ich meine, manchmal möchte ich auch einfach weggehen, ohne tiefsinnige Gespräche zu führen, um einfach nur Spaß zu haben. Und wenn mich dann manche Leute fragen, hey du bist doch lesbisch, oder? Ja. Sag mal, haben Lesben auch ihre Periode? Oder, ey, du bist ja lesbisch. Hast du auch Freunde? Bekannte? Hast du Freundschaften? Hast du einen besten Freund oder eine beste Freundin? Nein, habe ich natürlich nicht. Ganz alleine. Ganz alleine. Nein, aber das zeugt doch davon, wie unaufgeklärt die Hetenwelt ist. Und das ist echt manchmal für mich persönlich, wenn ich dann, sag ich mal, in eine Gruppe komme, wo ganz viele Heteros sind und man mich dann so outet, dass da Fragen kommen und ich wollte den Abend einfach nur genießen. Also ist doch klar, was mache ich? Ich mache das, was für mich am entspanntesten ist. Und am entspanntesten ist es für mich, mit meinen gleichgesinnten Freunden wegzugehen. Ich treffe mich natürlich auch mit meinen Hetero-Freunden, aber dann auch fürs Kino oder für andere Dinge. Ja, und wir haben dann halt andere Interessen. Ja? Die eine mag wie ich so, ja, Lady Gaga. Und dann sprechen wir über Lady Gaga oder zum Beispiel oder über Kindererziehung. Oder ich habe Haustiere, ich habe eine Freundin, die ist im Tierschutz. Dann sprechen wir halt so allgemein über so solche Dinge. Ich habe Arbeitskollegen, mit denen ich sprechen kann, über was weiß ich was. Auch schwachsinnige Gespräche kommen dabei rum. Aber Fakt ist für mich und vielleicht auch für den einen oder anderen Homosexuellen, dass man sich einfach viel, viel wohler fühlt unter seinesgleichen. Es kommen keine dummen Fragen, man kann sich offen untereinander ausplaudern. Ja,
das hat nichts damit zu tun, dass wir uns von den Heten abkapseln wollen. Nein. Aber es ist halt auch, ich denke, es fehlt noch ein bisschen Information. Also mehr Information für die Heten. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich mich unter Heten als Lesbe oute, das ist so wie ein Alien. Als wäre ich ein Alien. Und das ist ein bisschen komisch halt. Ja, und mehr wollte ich heute auch nicht sagen.